Am runden Tisch findet man Kompromisse, die EU aber bleibt in der Flüchtlingspolitik völlig zerstritten. Deutschland ist sauer, dass einige Länder wie Ungarn selbst im Krisenfall keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Zwar gäbe es Fortschritte beim Schutz der EU-Außengrenzen, aber das sei nicht genug. Alle müssten Flüchtlinge aufnehmen, sagt die Kanzlerin. Solidarität darf nicht nur in der externen Dimension bestehen, sie muss auch nach innen bestehen. Und hier haben wir noch ein großes Stück Arbeit zu tun. Hier haben sich die Standpunkte auch nicht verändert. Allerdings gibt es einen klaren Auftrag, bis Juni nächsten Jahres weiterzuarbeiten. Bis dahin soll das Dublin-Abkommen, das die Aufteilung von Flüchtlingen regelt, reformiert sein. Aber der Streit darüber ist in der EU offen ausgebrochen. Ratspräsident Tusk hatte vor dem Gipfel die Flüchtlingsverteilung per Quote für gescheitert erklärt. Von dem Prinzip solle man sich verabschieden. Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei finden das großartig. Sie wollen weiter keine Flüchtlinge aufnehmen müssen. Die Kanzlerin hingegen hält Tusk-Vorstoß für schlecht und unausgegoren. Hier habe ich auch sehr deutlich gemacht, dass ich mit der einfachen Feststellung, dass die Regelungen, die wir bisher gefunden haben, nicht funktionieren, nicht zufrieden bin. Die Wogen ein bisschen glätten wollen die Osteuropäer mit Geld. Sie bieten 35 Millionen Euro für die Grenzsicherung. Aber freikaufen könne man sich nicht, heißt es da am runden Tisch in Brüssel.